nach meinem schönen Gesicht. Und alle so, hat sie nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, dass sie schön ist. Wie kann man denn sowas von sich selbst sagen? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele von euch haben sich einen zweiten Teil gewünscht, wobei nein, das ist auch gelogen. Ich habe einfach einen zweiten Teil gemacht, weil ich dachte, es wäre irgendwie angebracht oder ihr wünscht euch das, weil bei meinem letzten Video über meine Problemzonen gab es noch so viele Fragen. Viele haben gefragt, ob ich die Sachen, die ich gesagt habe, denn mal zeigen kann in der Anwendung. Das heißt, heute werde ich euch meine Tricks mal in Real Life zeigen, also wie ich meine Hosen trage, was für Hosen ich trage, weil ganz viel kam auch die Frage, was für Hosen, von wo, welche Größe. Dann kam auch ganz oft die Frage, wie machst du das mit deinen T-Shirts, wie verdeckst du deinen Bauch in Kleidern. Das habe ich euch heute alles mal so ein bisschen gezeigt. Deswegen, ich rede heute nur von mir, wie auch im letzten Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Einmal hier oben ist es verlinkt. Also falls die Tipps euch persönlich nichts bringen, dann tut es mir leid. Aber ich weiß, dass sie auf jeden Fall vielen Leuten was gebracht haben. Und zwar der Tipp mit der Unterwäsche. Leute, ihr wart mir so dankbar, ne? Und ihr werdet auch in diesem heutigen Video bezüglich bei dem Kleid auch extrem sehen, wie heftig dieser Unterschied ist mit der Unterwäsche, weil ich zeige euch das. Und wie gesagt, ein paar Sachen, die ganz wichtig sind, habe ich schon im letzten Video erwähnt, wie mit der Farbe, dass Schwarz schmaler wirkt, Weiß trägt auf oder bunte Farben, kommt drauf an. Und was ich auch erwähnt habe, ihr müsst alles ausprobieren. Ihr müsst einfach probieren, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Weil ich fühle mich persönlich zum Beispiel mit den Sachen, die ich euch zeige, jetzt wohl. Ihr fühlt euch nicht wohl. Ich habe zum Beispiel auch die Frage bekommen, tut es dir nicht weh oder ist es nicht unangenehm, wenn du dir die ganze Zeit den Bauch wegdrückst mit deiner Unterwäsche. Erstmal nein, es tut natürlich nicht weh. Das klingt jetzt erschreckend, das ist mir aber manchmal aufgefallen. Ich laufe seit 10 Jahren mit eingezogenem Bauch rum und mein Bauch hat sich daran gewöhnt. Ich kann den nicht mehr rausstrecken, mein Bauch. Das heißt, er ist dauerhaft eingezogen, ich merke das aber nicht. Aber wenn ich mich wirklich da mal drauf konzentriere und denke, okay, mach mal deinen Bauch jetzt dick oder lass den mal locker, nicht dick, sondern lass den Bauch mal locker, wie er eigentlich wäre, das strengt mich richtig an. Zudem verlinke ich euch eine App in der Infobox. Da würde es mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr mich dort addet. Ich wollte gerade was anderes sagen. Im letzten Video habe ich schon gesagt, wie viele Leute mir da folgen und war schon richtig happy. Und jetzt folgen mir einfach, seht ihr das? Wie viele Leute mir folgen? Seht ihr das? 39,4. Wir sind fast 40.000 Leute in der App 21 Buttons. In der App zeige ich euch nämlich hauptsächlich Sachen, die ich persönlich trage. Ich verlinke euch meine Produkte, meine Klamotten. Ihr könnt sie da direkt nachshoppen, nachkaufen. Ihr könnt euch Inspiration von mir oder anderen Influencern sammeln. Da sind nämlich ganz, ganz viele Influencer vertreten auf dieser Seite. Und zudem ist da auch zum Beispiel meine Unterwäsche markiert. Deswegen, falls ihr euch für meine Unterwäsche interessiert, ich habe da nämlich eine richtig geile neue gefunden. Leute, die ist so nice, die drückt den Bauch so geil weg, weil die ist mit Gummizug. Hammer! Folgt mir da gerne, ladet sie euch runter. Und ein noch geilerer Aspekt der App ist, ihr könnt sie auch nutzen wie ich und eure Outfits hochladen. Und wenn jemand ein Teil über euren Link kauft, bekommt ihr Provision. Wo gibt's denn sowas, Leute? Wo gibt's denn sowas? Wenn ich nämlich auf meine Belohnungen gehe, seht ihr, ich habe schon 233 Euro. Voll nice, ne? Das könnt ihr auch haben. Einfach eure Bilder hochladen, eure Klamotten verlinken und der besten Freundin sagen, hey, also du hast doch letztes Mal gesagt, du willst mein Oberteil auch haben. Kauf das mal über den Link da in der App. Dann kriege ich nämlich noch Geld dafür. Liebe diese App. Ihr wisst nicht, wie viel positive Resonanz ich bekommen habe, dass ich diese App benutze. Go for it and follow me on 21 Button. Buttons. Es sind ja mehrere Buttons. Du hast ja nicht nur einen Button, ne? Wir werden eine große 21-Buttons-Familie sein. Gut, jetzt kommen wir aber auch mal zum Wesentlichen, ne? Hier meine Tipps und Tricks. Ich spanne euch hier ja auch voll auf die Folter. Das ist ja auch mein Hobby, ne? Ah, viel reden und dann kommt nichts. Ein erster Trick, den ich euch im letzten Video schon genannt habe, war, wenn ihr dickere Oberarme habt und damit nicht so gut klarkommt oder allgemein irgendwas an eurem Körper verdecken wollt, Bauch, Hüfte, Oberschenkel, dann sind lange T-Shirts mega gut. Gerade Boyfriend-T-Shirts, Männer-Shirts, T-Shirts, die ein bisschen lockerere Arme haben, auch ein bisschen länger sind an den Armen. Aber es gibt ein Problem, wenn man halt schon ein bisschen breiter ist und lockere Sachen trägt,
trägt es eigentlich ja nur noch mehr auf. Deswegen gibt es einen guten Trick, der auch wahrscheinlich jetzt sehr beliebt sein sollte. Und zwar gibt es doch jetzt Bauchtaschen. Die gibt es jetzt erst. Jetzt, seit heute. Und ich benutze zum Beispiel Bauchtaschen sehr, sehr gerne, um in weiten Klamotten meine Taille zu betonen. Weil die Taille, wie gesagt, ist der schmalste Teil am Körper. Auf der einen Seite seht ihr das T-Shirt ohne Betonung auf die Taille. Und ich persönlich mache das richtig gerne, dass ich mir eine Bauchtasche ummache, die an der Taille sehr eng schnüre. Und dadurch wirkt es alles schon kurviger, förmiger und trotzdem seid ihr gemütlich gekleidet. Da trage ich super gerne im Sommer. Und was ich super an Bauchtaschen finde, ist, dass die ja auch den Bauch verdecken, weil sie sind ja vor dem Bauch. Und ich habe ja diesen Hügel am Bauch. Und wenn ich die Bauchtasche trage, sieht man den Hügel nicht mehr. Sind auch einfach praktisch und sehen nice aus. Und auch bei Hosen. Wenn man die vor der Hose trägt, vor der High-Waist-Hose, sieht man den Bauch ja auch nicht. Ja, kommen wir zu den Hosen. Weil da wurde ich sehr oft gefragt. Das habe ich, glaube ich, auch schon super, super oft beantwortet. Aber wir werden ja auch immer neue Foxys. Deswegen, ich kaufe hauptsächlich meine Hosen bei Topshop. Also ich habe noch nie eine besser sitzendere Jeans gefunden als bei Topshop. Ich habe auch schon gar keinen Bock mehr, andere Hosen anzuprobieren, weil das nichts bringt. Bei Topshop ist es auch super, weil es verschiedene Längen gibt. Es gibt Länge 28 für ganz kleine, das ist Petitgröße. Dann gibt es 30, 34 und ich glaube 36 für ganz große Menschen. Also da ist alles dabei. Und dann wird die Größe der Hose an der Taille gemessen, also am Umfang. Auf jeden Fall gibt es da dann 24, 25, 26, 28, 27 gibt es nämlich nicht. Das ist manchmal echt blöd. Wobei ich hauptsächlich Größe 25 oder 26, 30 trage. Und mein Modell, was ich am allerliebsten von Topshop trage, heißt Jamie Jeans. Und vor allem passen die sich so gut deinem Körper an. Ich zeige euch auf jeden Fall einmal den Unterschied. Ich habe auf dem einen Bild eine schwarze Hose an. Also in schwarz wirkt man sowieso ein bisschen schmaler. Und auf dem anderen Video habe ich die blaue Hose an. Da wirkt der Arsch extrem groß. Vor allem liebe ich es bei High-Waist-Hosen. Da die Topshop-Hosen sich so geil anpassen, sind sie auch an der Taille super eng und machen so einen schönen Po, Leute. Dann haben ganz viele nach dem Trick mit meinem T-Shirt gefragt. Ich habe nämlich gesagt, ich stecke mein T-Shirt meistens hinten in die Hose oder mache das T-Shirt hinten hoch, weil dadurch betone ich auch wieder hinten meine Taille. Und da ich ja einen großen Hintern habe, ich habe das letzte Mal schon erklärt, wenn ich das T-Shirt einfach über meinen Hintern fallen lassen würde, würde mein Körper einfach so breit aussehen wie mein Hintern. Und da mein Hintern breit ist, sieht mein Körper breiter aus, als er eigentlich ist, wenn ich mein T-Shirt einfach nur drüber fallen lasse. Das wirkt unförmig, das wirkt irgendwie einfach nur so gerade runter. Das sieht nicht schön aus, finde ich. Und ich persönlich stecke mein Oberteil hinten in die Hose rein und ihr seht direkt, da ist eine Figur, da ist ein Körper, da ist eine weibliche Form. Das sieht viel, 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 viel schöner aus. Und ich habe ja Gott sei Dank eh eine schmale Taille und dadurch wirkt das alles viel fraulicher, als wenn man einfach nur das T-Shirt so drüber fallen lässt und sich denkt, ja, juckt nicht. Viele haben auch gefragt, das T-Shirt fällt doch dann auch wieder raus, wenn du es hinten reinsteckst. Ja gut, das ist halt so ein bisschen Struggle, müsst ihr halt immer wieder reinstecken. Und ich habe einen nicen Trick. Ich stecke das T-Shirt manchmal hinten, also ziehe ich das so durch den BH. Genau dasselbe wie in die Hose stecken, nur ich stecke es oben in den BH rein. Und dadurch fällt es also bei mir eigentlich nicht raus. Der BH ist ja eng, nur ich trage halt selten einen BH. Das ist so ein kranker Unterschied, ne? Wenn man einfach nur ein bisschen weiß, was man an seinem Körper betonen muss. Und dann haben mich auch viele gefragt, wie ich es denn schaffe, bauchfrei zu tragen mit meinem Bauch. Da konnte ich jetzt nicht so Tipps geben, weil ich trage eigentlich kaum bauchfrei. Das, was ich trage, kann man ja eigentlich nicht bauchfrei nennen. Und zwar, wenn ich nicht mein T-Shirt hinten in die Hose reinstecke, knote ich es einfach vorne zusammen, mache einen Knoten vorne in das Shirt und drehe den Knoten nach innen oder lasse ihn draußen, wie auch immer, wie man schöner findet. Ich drehe den meistens nach innen, betont aber trotzdem nochmal, weil das T-Shirt ja auch eng an der Taille zusammengeschnürt wird. Das heißt, man betont zusätzlich zu der Hose auch nochmal die Taille. Man bringt halt Form in den Körper rein. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage und zwar den Kleidern. Da hatte ich im letzten Video auch schon gesagt, es kommt natürlich auf die Farbe, auf die Form von Kleidern an, weil man sieht ja in jedem Kleid anders aus. Wenn es einen anderen Schnitt hat, dann macht das eine ganz andere Figur. Wir nehmen jetzt aber mal ein hautenges Mini-Kleid, weil das ist natürlich, ja, es betont natürlich jede Stelle eures Körpers. Auf dem einen Video seht ihr das Kleid ohne diese High-Waist-Unterwäsche, ohne diese Unterwäsche mit Gummizug. Und man sieht meinen Hügel am Bauch extrem, Leute. Aber tada, die Unterwäsche rettet my life. Die Unterwäsche legt sich natürlich über den Hügel, wie ich euch das schon gezeigt habe. Und schafft eine gerade Linie zwischen diesem Hügel und der Kante, die ich da ja habe. Weil ich habe ja diese blöde Kante. Wenn das Kleid hauteng ist,
legt das Kleid sich natürlich in die Kante rein und betont diesen Bauch nochmal extrem. Und einen kleinen Bauch hat jede Frau. Also das ist wirklich selten, dass eine Frau so einen Bauch hat. Da ist immer so ein bisschen so eine kleine Wölbung, die ist aber ganz normal. Nur bei mir ist die ja halt extrem ausgeprägt, wie ihr wisst. Und Unterwäsche, die rettet einfach. Aber hier habt ihr den Beweis, die Unterwäsche ist irgendwie das Wichtigste. Also bei allem, auch bei den Jeanshosen, hatte ich ja diese Unterwäsche an. Sonst würde man vielleicht den Hügel in meinen Hosen auch mehr sehen. Wie gesagt, ihr müsst einfach ausprobieren. Ihr müsst einfach gucken, welche Stelle an meinem Körper mag ich am liebsten. Dann betone ich die halt einfach. Irgendwas an eurem Körper müsst ihr doch mögen. Kann ja nicht sein, dass man nichts mag, ne? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, indem ich euch die Sachen mal bildlich gezeigt habe. Ich betone halt am liebsten meine Taille nach meinem schönen Gesicht. Und alle so, hat sie nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, dass sie schön ist. Wie kann man denn sowas von sich selbst sagen? Solltet ihr mal ausprobieren. Stellt euch mal vor den Spiegel und sagt mal, dass ihr euch schön findet. Das ist echt das nice Gefühl, wenn man über sich selbst sagen kann, dass man schön ist. Deswegen probiert's mal aus. Addet mich bei 21 Buttons. Nicht vergessen, Leute. Ich will die 40.000. Ich verlinke euch auch alles da. Da seht ihr auch meine Hosen. Da seht ihr auch das Kleid. Da seht ihr auch das T-Shirt, was ich vorhin getragen habe. Die Bauchtasche verlinke ich euch auch gleich noch. Bis zum nächsten Video.